So, weiter geht's heute mit FIFA 23, unserer Karriere mit Athletic Bilbao. Und wir spielen heute gegen den FC Valencia. Ja, und dann auswärts. Oh, Pokal, Osasuna, auswärts. Warte mal, verhandeln. Den Herrera möchte ich gerne noch loswerden, das wird total toll. Herrera hätte ich gerne noch los. Er ist hier zu alt für den Kader. Also für mich persönlich. 33 Jahre alt, damit ist es sowieso. Ja, wie hat man so schön einmal gesagt, von wegen Thema Mehrwert und so, ne? So, neue Transfers sind wir vorschlagen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht direkt aufspringt, dass er sagt, jo, mal ein gut absenden. Gegenangebot. Treffen wir uns auf der Hälfte um 9. Ja, komm, besser als gar nicht. Eigentlich wollte ich ihn nicht für die Summe weggeben. Aber gut, bevor ich ihn vielleicht gar nicht mehr loswerde. Und jetzt komme ich noch im Transfergrenzer, ne? Kann das sein? Ilie Berardi wechselt nach Rouen für 2 Jahre. Ausgeliehen. So, jetzt habe ich, dass Herrera noch abspringt. Und es ist Ala Chapa, das habe ich ja sowieso klar. 4,9 Millionen von 30-Jährigen. Deswegen habe ich ja noch einen Spieler dazu gekauft. 5,2 wäre das Maximum gewesen. So, jetzt gucken wir mal gerade kurz, ob das Angebot passt. So, jetzt muss ich gerade gucken. West Ham United, Angebot annehmen, 2 Jahre. Jo, kannst du ja haben. Borussia Mönchengladbach möchte Zaraga haben. Oh hier, Zaraga. So, dann haben wir das auch durch. Und dann geht's heute nach gegen FC Valencia. Jo, eigentlich soweit. Passt es soweit. Ich soll eigentlich noch einen Linksverteidiger. Für die Summe werde ich wahrscheinlich gucken, dass ich nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werde. Ist heute im Mittelpunkt. Er ist aktuell richtig gut drauf, den kann keiner aufhalten. Topscorer der Liga und er will hier natürlich an die Leistungen aus den letzten Wochen anknüpfen. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen FC Valencia. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein können. Sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Und da sehen wir die Startaufstellung des FC Valencia für heute. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner ihr System aufzwingen. Okay. Also ich weiß, dass FIFA gerade mal zwischendurch gemeckert hat wegen dem Real, wegen der Aufstellung, warum auch immer. Ich habe es ja rausgenommen deswegen. Also es gab einen Strike. Also kein Strike, sondern einfach nur, du musst es rausnehmen, sonst sperren wir dein Video. Okay. Und dafür, Wolf, hat man in den letzten Jahren viel investiert. Erste Erfolge gab es ja auch, aber dann fiel der Kader auseinander. Dann gab es Unruhe im Verein und heute muss der Club wieder einen neuen Anlauf nehmen. So,
Also wie gesagt, ich suche mal nach Henrik noch einen Linksverteidiger, deswegen habe ich gerade ein bisschen geschwiegen. Ich habe nebenbei noch gesucht, dass ich, ob vielleicht eine Möglichkeit gibt, noch mal einen Linksverteidiger, baskischen Linksverteidiger, ne? Also Thema Transferpolitik und so. So, okay, heute gegen Valencia und morgen Pokal. Cavani. Ich glaube, das letzte Spiel haben wir ja gewonnen gegen Valencia. 4-2 oder was war das, glaube ich. Aber gut. Nächsten neuer Anlauf, wir müssen jetzt weiter. Wir haben hier das erste guter Ball. Oh ja, so ein Ball. Neuer Spielstand damit 1-0. 4 Minuten sind gespielt. Danke für das Update. Natürlich wollen wir gegen Osasuna im Pokal in die nächste Runde einziehen. Im Idealfall wollen wir natürlich das Double holen. Wir sind auf einem guten Weg dabei. Vor diesem Heimspiel haben sie die beste Offensive und da ist ja klar, Großabel. Franzose, baskische Seite natürlich. Wollen so zum Erfolg kommen und ich glaube, sie machen in dieser Hinsicht gerade alles richtig. Keimer, schön Keimer. So, ich habe gerade kein Spiel auf der Position. Ja, jetzt haben wir gut gelöst da die Position. Und Abflug. Es könnte Abseits gewesen sein, oder? Nein, kann es nicht. War kein Abseits. War kein Abseits, leider. Also, geil, Glück geworden. Ich war jetzt ein bisschen irritiert, dass er gedacht hat, dass er nicht gewinnt. Groß Abel. Oh, bitte nicht jetzt schon wieder einen Verletzten, oder was? Ja, ich muss leider den Wechsel ziehen schon. Zabel ist leider schon angeschlagen. Was? Hallo Katze. Ja, ich muss leider schon die gelbe Karte, also die gelbe Paulista, aber ich muss leider schon den ersten Wechsel machen. Und jetzt ist halt unser Neuzugang. Chapa ist gerade weg und Neuzugang muss auch, und eine neue muss raus. Hoffentlich nichts Langfristiges jetzt. Muni ein. Williams. Ah, kommt sich an. Hört immer noch nicht an. Da ist der Ball jetzt weg. Cavani. So, die Lato. Lato. Lee. Schöner. Lino. Nebenleute bieten sich an. Ja, es ist gerade nicht so einfach wie schon im letzten. Wie im letzten Spiel war letztes Mal. Das wäre die Führung beinahe gewesen. Alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Gerai. Wir sehen das frühe Pressing. Da kommt der Pfiff. So. Schiri, was gibst du? Er gibt keine Karte und es wäre auch zu hart gewesen, meiner Meinung nach. Gerai. Hältst du doch. Ja, wird hier gut unterstützt. Die Chance für Williams. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Und da Glück gehabt, dass er noch was, irgendwas kam noch dazwischen. Damit gibt's Abstoß, weil einer von unseren Leuten dran war, okay. Ja, es ist ein schwaches Spiel, es ist momentan nicht allzu viel los. Wir haben jetzt jeder eine sehr, sehr gute Chance gehabt. Ballverlust. Klasse durchgesetzt. Da oben der vorne. Oh, jetzt will ja Glück gehabt. Williams. Sanchez. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Sanchez. Moment auch, Schwili. Ja, ich will nicht. Hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervor. Ecke, Muni ein. Zeichnet ein klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Es gibt ein Tor im Estadio José Zuria. Im Studio gibt es alle Infos. Wir haben hier den zweiten Treffer. Guter Ball, Lino, der ist ein bisschen zu frei, meiner Meinung nach. El-Nesri ist der Torschütze. Er läuft hinter die Verteidigung. Zuria. Ja, wird perfekt bedient. Der Rest ist vorm. Und dann ist es mal ein Ball über Williams, der auch noch nicht allzu viel zu melden hat gerade. Muss die Ecke? Müsste Ecke geben. Ecke jetzt also. Vielleicht die Chance auf den Treffer. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ah, das ist viel zu nah ans Tor. Viel zu nah ans Tor. Wahrscheinlich zu 0-0 zur Pause, Fragezeichen. Bislang nicht viel. Spannend ist es, ohne Frage. Es ist eine ganz enge Geschichte. Aber spielerische Highlights, sind wir ehrlich,
Fehlanzeige. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist bisher ein Geduldsspiel. Oh ja, Sabal jetzt vielleicht mal ein bisschen über Platz. Platz auf der Seite. Oh ja, Sabal. Und es ist wirklich die letzte Momente noch schon. Weil ich wollte gerade schon abschließen. So, Fragezeichen. Muni ja ihn vielleicht doch mal. Irgendwie was mit einer Ecke vielleicht mal raushauen. Boah, ja, Sabal. Dicke Chance nochmal kurz vor der Pause. Hau nur aus dem Netz. Damit jetzt 0. Zu Sie sind null. Eigentlich die Mannschaft mit der besten Offensive, aber das hier war nicht ihre erste Hälfte. Noch heißt es Remis, noch steht da die Null, die ungewohnte Null. Sie müssen noch zulegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie können das. Ja, also, wie gesagt, noch gar nichts zu machen. Kurz mal auf die anderen Ergebnisse. Valladolid gegen Sevilla 0-2. Vallecano, Real Sociedad nur 1-1. Getafe Elche 1-0. Und Mallorca führt in Mal Maria. Ebenfalls mit 1-0. So, wir mussten leider schon verletzungsbedingt unsere rechte Seite tauschen. Jetzt gehen wir wieder rein in dieses Spiel. Giray ist halt kein klassischer Rechtsverteidiger, das ist es halt einfach. Gut, ich hätte Barrenetscher ansetzen können, der hätte auf die Position gepasst. Der wäre nämlich ein Rechtsverteidiger gewesen. Also zumindest ist es als dritte Position. Und jetzt vielleicht doch mal! Aber nein, schon wieder nichts. Sind viel zu nah ans Tor. Williams! Und wieder ist es Marat Mamadashvili, der gut hält. Jetzt mittlerweile die dritte oder vierte gute Chance von zunichte mal. Und da ist es dann endlich! 0-1, also 1-0. Oh ja, Sabal. Und wieder ist es eine Ecke, diesmal ist es weit weg vom Tor gezogen, da kann der Keeper nämlich gar nichts machen. Oh ja, Sabal steigt hoch, der hat ja kurz vor der Pause schon die Riesenchance gehabt und jetzt ist es tatsächlich die Führung. Und die durchaus nicht ganz unverdiente Führung. Da steht keiner am zweiten Pfosten, hätte da einer gestanden, wäre das kein Problem gewesen. So schlägt der Ball hinten am langen Eck ein und wir führen mit 1-0. So. Mikel Oyarzabal, achtes Saisontor. Der kommt halt so langsam echt in Fahrt. Der trifft gefühlt jetzt in jedem Spiel. Mindestens einmal. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Der Wechsel steht jetzt fest. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz. Ja, da könnte es sein. Er wird sein auf der Seite frei. Und das ist Marc Vivian. Aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Und da kann er klären. Heißt aber Marc, ich weiß, bei Marc Vivian Foyer, aber der lebt ja leider nicht mehr. Cavani. Auch der kommt nicht allzu viel in. Dani Vivian heißt er übrigens natürlich. Gut, da gelöst auf der Position, Lino. Und wie gesagt, es ist nur 1-0, lass mal da einen jetzt mal durchmarschieren. Im Stadio José Zuria gibt es ein Tor, ich gehe rüber ins Studio. Oh, der kann gefährlich werden! Aber ist er nicht. Was? Was? Nein! Nein, nein, nein! Das war doch kein Elfmeter! Das war klar Ball gespielt! So, erstmal der Türei gelb. Was? Wo ist das Elfmeter? Schiri, das ist ganz klar Ball gespielt. Das sieht man aber auch. Das hat man gerade in der Vorbereitung links gesehen. In der Chance auf den Ausgleich. Naja. Cavani mit dem Tor. Gute Elfer. Geschenktes Tor, es war kein Elfmeter. Es war kein Elfmeter, meiner Meinung nach. Der war klar Ball gespielt. Und der Schiedsrichter sagt, nö, ist nicht. War faul. Also wir haben es in der Wiederholung gesehen, es war von dabei gespielt, er hat ihn schön weggegrätscht. Also für mich ist es eine absolute Fehlentscheidung, es ist ein geschenktes Tor für Valencia. Und ich verstehe es nicht gerade. Wie gesagt, ich verstehe es gerade echt nicht. Sie sind nun 3-0 vorne. Oh, Mamadashvili. Und dann hast du so eine hart erarbeitete Führung. Kriegst du nicht dann noch das Tor.
Wieder weit weg vom Keeper. Und nein! Der war raus, der Keeper. Und wir treffen das Tor nicht. Das mehr oder weniger leere Tor. Also wäre, wie gesagt, in Führung wäre natürlich mehr als verdient. Ach, warum schießt du denn? Gut aufgepasst vom Torhüter. 71. Also wie gesagt, ein Punkt wäre sowas von unverdient. Für Valencia. Punkt. Im Studio gibt es alle Infos. Wir haben hier das nächste Tor für Sevilla. Damit steht es hier also 4:0. Gespielt 4:0 für Sevilla. Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Castillejo. Oh, Ball. Viertelstunde noch. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Williams. Ha! Hab dich. Viel Zeit ist nicht mehr auf der Uhr, Buschi, und auch die Fans spüren natürlich, jetzt liegt die Entscheidung in der Luft. Und es geht darum, nochmal die letzten Reserven rauszuholen, nochmal alles zu geben. Und mit diesen Fans im Rücken, da ist alles möglich. Im Estadio José Zuria gibt es ein Tor. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das nächste Tor für Sevilla. Damit steht es hier also 5:0. Vielleicht die Führung jetzt. Ah, Salisu, der eigentlich da nochmal dran, der dazwischen kommt. Diese Infos im Studio mussten wir leider unterbrechen. Da gibt es also einen Treffer für Sevilla. Ah, Mann, das ist einer frei. Und das wird wahrscheinlich ein paar unverdiente. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben, aber es ist gut gegangen. So, Guruceta nochmal. Und der hat vielleicht ein bisschen noch Power. Guruceta. Nein. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Und damit ist tatsächlich das Spiel zu Ende. Cavani am Ball. Oder auch nicht. Cavani nochmal. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Das ist, boah, ich wollte gerade sagen, das ist zum Kotzen. Und du verlierst durch eine absolute Fehlentscheidung 2 Punkte. Zwei richtig gute Mannschaften. Ich glaube, heute muss keiner unzufrieden sein. Das hat Spaß gemacht. Da sieht man, dass auch ein Remis gut unterhalten kann. Ja, wir haben 2 Punkte verloren. Wir hätten hier definitiv gewinnen müssen. Die Chancen waren da. Kriegst einen Elfmeter gegen dich, der, wie gesagt, überhaupt gar keiner war. Und wirklich, also Keeper gut gehalten, das muss man sagen. Er hat 2, 3 Dinger eigentlich gut rausgehauen, aber für mich ist das definitiv verlorene 2 Punkte. Na gut, ist halt so. Ändern kannst du es nicht, ärgern kannst du dich natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir in der Copa nochmal reinkommen. Herrera ist weg zum Espanyol. Das ist erstmal ganz kurz wichtig. Und ich muss jetzt gucken, dass da hoffentlich nichts weiter Dramatisches passiert. Ich hoffe, dass das nicht jetzt weiter. Ne, es sieht wohl so aus, als wäre das okay. So, jetzt muss ich gerade nur Spieler suchen. Jetzt muss ich mir plötzlich noch einen Linksverteidiger suchen. Bzw. sogar noch einen Rechtsverteidiger eigentlich. Bis noch einer, der beide kann. Liga. La Liga Santander. Osasuna. Real Vallecano. Real Sociedad. Wir sind einer, der natürlich beide kann. Im Idealfall. Eine 60er Wertung nur. Ja, jetzt muss ich gerade gucken, wo der. Geboren ist. Das ist in San Sebastian tatsächlich geboren. Ich habe die Sonnenmaske. Und damit werde ich mir verpflichten.
4,4 Millionen aus meinem, von meinem Lieblingsgegner. Perspektivspieler. 5-Jahres-Vertrag natürlich. Ja, komm. Freigabesumme wollen wir übergehen. Freigabesumme ablehnen. Du kannst natürlich ein bisschen anpassen. Und herzlich willkommen, Alex Sola. Er ist Baske. Und damit ist er definitiv in der Dings. Und für 8 Millionen Herrera, das haben wir ja schon gesehen, geht natürlich, passt natürlich, geht natürlich jetzt erstmal weg. Und haben sogar eine A-Wertung für ihn bekommen. Und Alex Sola wechselt für 4,4 Millionen schnell zu uns. Und soll diese Lücke schließen hinten in der Defensive. So. Ja, du brauchst halt Spieler. Also Diego Rico ist, kommt aus Kastilien und ist definitiv kein, ist damit kein Baske. Ich brauche halt einen Linksverteidiger. Ich habe leider keinen. Da steht nichts drin. Das ist es. Aber es ist auch so. Bei der Maus ist zu, ne? Juan Cruz. Ja, ich brauche halt. Gerade verliehen, ne? Der ist in Madrid geboren und damit auch raus aus der Nummer. Gut, also muss ich gucken, was ich denn so ist. Jugendstab, ich brauche eigentlich einen Linksverteidiger, der auf der Position passt. So, Scouting-Netzwerk aufbauen, Mitteleuropa, Frankreich. Dauer 6 Monate, Typ defensiv stark. Jo. Scout-Bericht lesen. Position. Ich brauche halt einen Linksverteidiger. Hier wäre einer. Hat eine Potenzial von 65 bis 77. 67 bis. Bist du ein Rechtsverteidiger? Du könntest, aber hast auch eine Schwäche Dings. Ich habe auch kein Problem mit der eigenen Jugend aufzubauen. Jemanden. Das ist scheiß Potenzial. Alles scheiß Potenzial. Also die in die Frage kommen würde, hätte definitiv ein Schalt alles ein scheiß Potenzial. Ansonsten hätte ich damit kein Problem mit. Für die Position in irgendwas in Frage zu kommen. So, warte mal.
Liegen brauche ich jetzt nicht. Jugendakademie. Aber auch da ist eigentlich nichts auf der Position dabei, ne? Hier wäre was. Ja, das ist ja der. Na, dann probieren wir es einfach, ne? So, vielleicht geht der ja übrigens immer durch die Decke. So. Gut. Gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit der Copa.